Klon hatte ein Rework, macht jetzt 33% weniger Damage, aber greift dafür 33% schneller an. Und im heutigen Video möchte ich euch die drei besten Ballondecks in Clash Royale vorstellen, die ihr momentan spielen könnt nach der Balanceänderung. So, das erste Deck, was ich euch vorstellen kann, ist dieses 2.8 schnelles Cycle Deck mit dem Holzfäller, mit der Musketierin, die auch einen Buff bekommen hat. Und genau, macht euch gerne jetzt schon mal einen Screenshot und bleibt auf jeden Fall dran, denn ich werde jetzt noch ein Spiel machen und euch erklären, wie das Deck funktioniert. Wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran. Let's go. So, ich spiele ein Spiel und im weiteren Verlauf zeige ich euch natürlich auch die anderen zwei Decks, die ich euch auch empfehlen kann. Aber wir fangen erstmal mit dem Deck an. So, an dieser Stelle ist es ein relativ schnelles Cycle Deck. Das heißt, ihr könnt auch offensiver mit dem Deck spielen. Setzen wir mal einen Ice Spirit, dann kommt die Musketierin. Sollen es easy verteidigt bekommen. Okay, Musketierin geht leider down, weil sie halt leider Level 13 ist. Aber ist trotzdem immer noch in Ordnung und ja. So, ich würde sagen, wir gehen auch hier direkt rein mit dem Ballon, mit dem Holzfäller, weil halt eben sein Feuerball raus ist. Plus seine Bogenschützen auch. So, die können auf jeden Fall noch einen Schneeball spielen. So, ihr seht es auch. Der Ballon macht jetzt viel schneller Hits, plus mit dem Rage noch viel schneller. Das heißt, ihr kriegt auch hier sehr, sehr viel Schaden. Plus, wie gesagt, das Deck ist extrem schnell. Ihr könnt auch direkt zum nächsten Ballon cyclen. Aber wir wollen erstmal abwarten, schauen, was der Gegner macht. So. Dann können wir auf jeden Fall einen Ice Bridge spielen. Aber wird leider nicht an den Turm kommen, ist auch Level 13, ist mir gerade erst aufgefallen. So, Bogenschützen raus. Setzen die Musketieren, wird wahrscheinlich wieder down gehen. So, Feuerball ist drin. Kriegt hier ein bisschen Schaden, ist aber in Ordnung. Wir haben jetzt noch einen Lumberjack. Er hat sehr, sehr viel Elixier verschwendet. Hat noch eine Goblin Gang. Ist okay, wir haben immer noch einen Schadenvorteil. Und wir wollen auf jeden Fall auf die zweite Elixier-Phase jetzt warten. Um dann natürlich noch mehr Druck ausüben zu können. So. Das Deck ist natürlich sehr, sehr solide, auch in der ersten Elixier-Phase. Und es kommt immer auch darauf an, ob ihr jetzt noch viel aggressiver spielen sollt in der ersten. Natürlich kommt immer auf das Deck an, gegen welches ihr spielt. Kann natürlich gleich wieder ein Feuerball spielen. So, ich spiele jetzt einen Eiskohle hinten. Jetzt könnt ihr auch gleich wieder einen Feuerball spielen. Er lässt es tatsächlich sein. Sehr interessant. Ich spiele jetzt einen Koboldfass. Koboldfass zwar okay. So, wir können jetzt auch reingehen gleich. Ja, jetzt gehen auf jeden Fall am besten rein. Wir haben hier sehr, sehr viel Stuff auf dem Feld. So, Ballon ist gleich am Turm. Ist auf jeden Fall auch der Turm definitiv. Musketierin kommt rein. Eisgolem. Jetzt setzen wir noch einen Barbarenfass. Haben jetzt den nächsten Eisgeist. Ihr seht, das ist extrem schnell. Ihr könnt auf jeden Fall sehr, sehr easy auch große Pushes verteidigen. Ihr habt es gerade gesehen. Sehr, sehr easy Win. Und ja. Schreibt gerne in die Kommentare auch, wie ihr das Deck findet. Wir kommen jetzt zu Deck Nummer 2. Let's go. Das zweite Deck, was ich euch vorstellen kann, ist natürlich ein Lavahund-Deck. Lavahund darf natürlich nie fehlen mit dem Ballon kombiniert. Das ist momentan wahrscheinlich das beste Lava-Loon-Deck, was ihr spielen könnt. Mit den Wächtern, mit dem Megalakai, mit den Drachen, Skelettdrachen, mit dem Grabstein, was natürlich sehr, sehr broken ist momentan. Genau, bleibt auf jeden Fall dran, denn ich erkläre euch noch, wie das Deck am besten zu spielen hat. Let's go. So ist mein Spiel. Mit dem Deck wollt ihr immer relativ defensiv spielen, abwarten spielen. Ihr wollt einfach den Gegner kommen lassen, weil es ein teures Deck ist. Das ist eigentlich bei jedem teuren Deck so, dass ihr einfach die Gegner kommen lassen wollt. So, spielt ein Skelettfass, können wir easy verteidigen mit dem Grabstein. Könnt ihr euch merken, Grabstein oder Zap natürlich sehr, sehr gut gegen Skelettfass. So, spielt hier sieht nach Lockbait aus, sollte ein gutes Matchup sein. Wenn jetzt kein Inferno-Turm hat. So, Zap ist gut, ist natürlich nicht auf maximalen Level, sonst hätte ich das auch easy verteidigen können. Okay, Gegner geht hier sehr, sehr offensiv rein. Ich frage mich gerade, was los mit ihm ist. Aber ich spiele jetzt auf jeden Fall hier den Lavahund, weil er sehr, sehr viel Elixier verschwindet hat. Ich denke, wir sind hier 2 oder 3 Elixier plus. Deswegen können wir hier einen Lavahund spielen. Könnt ihr euch merken, wenn ihr einen Elixiervorteil habt, könnt ihr natürlich mit dem Lavahund reingehen. Okay, war sehr, sehr schlechter. Tatsächlich ein sehr, sehr schlechter Käfig vom Kollegen hier. Lassen es jetzt mal durchlaufen. Kann es hier machen, wie er will. Trotzdem sehr, sehr schlecht. So, Zap kommt rein. Zap kommt rein. Er hat gar keine Defense mehr. Wenn er keinen Feuerball hat, ist es ein Turm. Ihr seht das. Ihr könnt auch einen Push machen ohne den Ballon. Kommt immer natürlich auf das Matchup an. Gegen so ein Matchup, wo er nicht viel gegen Luft hat, könnt ihr natürlich auch einen Push mit Drachenskeletten. Skelettdrachen machen mit dem Mega-Minion.
Geht auch in Ordnung, weil im Ballon kostet natürlich 5 Elixier. Mit dem Ballon wollte er auch versuchen, in der doppelten Elixierphase reinzugehen. Wie gesagt, kommt immer aufs Matchup an. Und gegen Lockbait ist es halt auch an sich schwieriger, weil halt in den meisten Lockbait-Decks auch eine Rakete drin ist. Aber wir kriegen es hier auf jeden Fall easy gewonnen, weil der Gegner spielt halt auch nicht wirklich gut. Plus sein Gebäude ist auch nicht gut gegen uns. Sein Koboldkäfig ist eigentlich fehl am Platz in Lockbait. Und ihr seht das auch. Wir können jetzt mit dem Ballon reingehen. Ich denke, er hat keine Rakete. Okay, Gegner versucht hier noch sein Bestes. Können jetzt noch die Guards in der Mitte spielen. Okay, wir kriegen auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden. Wird zwar nicht der Turm. Wir setzen einfach die nächsten Lava und den Knick. Lassen das jetzt mal durchlaufen. Das ist eigentlich kein Problem. Wir setzen den nächsten Ballon. Gegner hat hier auf jeden Fall sehr viel Struggle. Wir setzen den Ballon für seinen King Tower. Schauen wir jetzt, sein Dart-Goblin kommt oder seine Prinzessin. Schwitzt den Feuerball auf die Prinzessin. Ja, Gegner kann eigentlich nichts machen. Ist auch das zweite Spiel. Easy win. Ja. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wie gesagt, wie ihr das Deck findet. Und wir kommen jetzt zu Deck Nummer 3. Let's go. Das letzte Deck, was ich euch vorstellen kann, ist natürlich dieses. Ja. Holzfäller, Ballondeck mit dem Frostzauber, mit dem Bowler, Elektrodrache, Inferno-Drache. Das ist ein sehr, sehr klassisches Deck, was auch in letzter Zeit häufig gespielt wird. Es ist auch immer noch sehr, sehr stark mit dem Ballon-Rework. Bleibt auf jeden Fall dran, wir werden auf jeden Fall noch das eine Game machen. Ich erkläre euch, wie das Deck funktioniert. Let's go. So, wir sind Spiel gegen Lesher. Mit dem Deck wollt ihr auch immer defensiv spielen, weil es ein relativ teures Deck ist. Deswegen wollt ihr erstmal die Gegner kommen lassen. So. Spielt ein Magier. Wir können hier auf jeden Fall einen Bowler spielen gegen seinen Magier. Ist in Ordnung. Kriegen es dann verteidigt. Mal schauen, was der Gegner hier macht. Okay, spielt noch einen sehr, sehr schlechten Inferno-Drachen. Können wir Elektro-Drachen spielen. Ja, interessant, interessant. So. Wir lassen es durchlaufen. Können gleich mit dem Ballon reingehen. Wir haben den Freeze. Er hat hier drei Karten rausgespielt, die relativ gut gegen Ballon sind. Wir haben noch einen Freeze. Sehr interessanter Mini-Packer hier vom Gegner. Er hat hier ziemlich reingekackt, ehrlich gesagt. Ihr könnt auch euren Königsturm aktivieren. Mit dem Tornado. Er hat es verteidigt bekommen, aber wir sind hier im Elixier-Vorteil. Wir haben hier auf jeden Fall 6 Elixier mehr wahrscheinlich als er. Gerade kein Elixier mehr. Wir können einen Barbaren verspielen, um Druck zu machen. Hat hier noch einen Magieschützen. Er hat natürlich wieder 100 Karten gegen Luft. Sehr, 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 sehr interessant. Natürlich hat jeder wieder 100 Karten gegen Luft, wenn ihr natürlich Ballon spielt. Das ist halt natürlich immer klar. So, kriegen sie verteidigt. Können jetzt einen Lumberjack spielen. Einfach zum Cyclen, weil wir halt Elixier-Vorteil haben. Wir gehen jetzt mit Ballon rein. Können dann freezen. Ja, sollten trotzdem 2 Hits am Turm bekommen. Wenn er außer... Okay. Sehr, sehr interessant hier. Magier ist auf einmal OP, oder? Gegen Ballon. Sehr lustig hier. So, können auf jeden Fall einen Barbaren verspielen. Harry Potter kriegt einen Hit am Turm. Ist trotzdem in Ordnung. Wir kriegen hier 2 Hits. Okay, ein Hit ist okay. Nehme ich trotzdem mit. Magieschütze ist da. Magieschütze ist sehr, sehr schlechte Karte. Ja, so, Elektrodrache. Weiter oben spielen. Er kann Lightning spielen. Okay, interessant. Wir gehen jetzt offensiv rein. Ehrlich gesagt, reicht es mir jetzt auch mit dem Game. Wir haben es easy gewonnen. So, Freeze kommt rein. Ist der Turm. Gegner kackt die komplett rein. Und ja, mal schauen, vielleicht ist es auch der Free Crown. Lassen wir uns überraschen. Ja, sieht nach dem Free Crown aus. Ihr seht, das Deck ist extrem stark immer noch. Vor allem auch mit dem Rework. Könnt ihr dieses Deck auf jeden Fall benutzen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert gerne diesen Kanal. Macht's gut, Leute. Ciao.